Noch einmal. Oh Mann. Okay. Jetzt muss ich echt besser darauf achten, wo diese komischen Soldaten dahin sind. So. So, der ist schon mal weg. Dann gucken wir mal hier. Oh, alle drei in einer Reihe, das ist schön. Bam! So. Wo ist der nächste Typ? Hier. Aha, ich komme sogar hier hoch. Kann ich dann auch da rüber? Such die Dragon Balls. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das ein bisschen im Schnelldurchlauf machen. もうここに用ない。ミスターゼロ、行きましょう。そうだな。クソどもを見下すのも飽きてきたところだ。So, jetzt haben wir den auch. Ich kriege mir auch noch gleich platt.
Keine halben Sachen hier. Na komm, es geht nicht drauf. Ah, zack. So. Hä? Oder nee, das war ja schon die. Ja, gucken wir mal, hier oben sind noch zwei. Dun, 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 dun. Und tschu. So, Mr. One und Mr. Two. Die kriegen wir auch noch platt. Hier ist ein Anführer, den machen wir auch noch schnell. So, Despo und ich komme. Jetzt werden wir mal klären, wer der beste Schwertkämpfer ist. Und da machen wir jetzt keine halben Sachen. So. Und da. Ja, komm schon. Geh endlich drauf. Suji Dragon Boss. Das haben wir schon gesehen, aber man kann es nicht überspringen. Shishi, Sonson. Schneiden ohne zu spalten. Atomic Spider! Atomic Spider! Oh, so langsam knurrt der Magen. Bam, 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 bam. Lass mich durch! So, und los geht's. Der nächste.
Sanji, lass mich mal vorbei. Ups. Nerv mich nicht. Dass man solche Sachen nicht überspringen kann, das ist ein bisschen blöd. Oh, man kann es doch überspringen. Scheiße. So, was sind die nächsten großen hier? Ich komme. So, jetzt müsste da oben noch mal einer sein. Yeah, 5000 Berry. Aber wo kommt der jetzt schon wieder her? Yeah. Und der wird gefinished. Zack. So. Besiege die verdächtigen Gegner und sammle Infos über die Artilleriesoldaten. Okay, dann beeilen wir uns diesmal. So, was ist hier schon mal die erste? Hä? Was ist da oben? Oh. So. Dann haben wir uns den zweiten. Hm.
の広場を狙ってる砲撃手ってのはどこにいる？一番高い建物の上だって聞いたぞ。こいつまさか砲撃手か？Was? Hä? Ich muss ja auch schon wieder hoch. Wo geht's denn hier hoch? Ach, da. Nein! Eben. Ah, hat trotzdem getroffen. So. ここから見える建物の中じゃねえかと。サウあんた攻撃士の場所教えなさいよ。ちぃ、貴様らだって何度も目にしてる。サウこういう場所だよ。サウ攻撃士はどこにいるの？Jetzt gehen wir weiter runter. Räumen wir beide ein bisschen auf. So, der ist auch weg. Zack. So, das ist schon der hier. Da oben ist noch mal einer. Den holen wir uns auch noch. Wo bist du? Ja, Mann. So, modern, nicht mal so. So, wo bist du? Come on.
Oh, ich muss mich kurz ein bisschen anders positionieren. So lässt sich schon besser sitzen. アラバスタのどこかに眠ってるはずの兵器。それを手に入れてこの地に最高の軍事国家を築く。 その内乱を扇動し、シャッカポン、シャッカポン、シャッカポン。世界最悪の軍事力、古代兵器プルトンはどこにある。記されていないわ。ここには歴史しか記されていない。何？プルトンなんて言葉を。 そうか。残念だ。お前は優秀なパートナーだったが、ここで殺すとしよう。おお。それはガーニヒネット。フォーネグリフのある場所へお前を連れて行けば、兵器の情報は俺に譲る。そういう協定だった。 Weiter, die große Schlacht der königlichen Grabstätte. Schwer verwundet trifft Ruffy in Urbana auf der Jagd nach Crocodile ein. Er begibt sich zum Schlachtfeld, um Vivi und das Königreich Alabaster zu retten. Yosh. Dann retten wir mal Alabaster. Daneben. Oh shit. Naze nara ore wa hana kara dare hitori shinyou shicha inei kara sa. So ein Mistkerl. Kläre die Angelegenheit mit Crocodile und halte dein Versprechen Vivi gegenüber. Mehr Leben! Mehr Leben! Ich will der volle Tank werden. So.
Ja, sieht auch schon mal gut aus. Was? Oh. Interessant. Boah, da kann man noch mehr Fähigkeiten erlernen. Ja, geil. Hätte ich mal besser aufgepasst. Kraft in den Durchbruch sagen. So, der finale Battle. まだ返してもらってねえか。これが奪った国を。おかしなことを言うやつ。国はこれからもらう。俺たちがここに来た時には、もうとっくになかったぞ。あいつの国なんて。え？本当にあいつの国なら。もっと。 Schnell hier weg. Kriege dich, Crocodile. Boah, oh, du Mistkerl. Bam, bam. Nee, 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 nee. Auf Porn. Bam. So. Crocodile ist auch wirklich ein sehr spannender Charakter. Also wir haben ja zum einen immer noch die Frage offen, was hat er für eine Verbindung mit Ivankov? War möglicherweise, wie viele Theorien sagen, wirklich mal eine Frau? Oh, was passiert jetzt? Okay. Ja, also war wirklich vielleicht mal eine Frau und Ivankov hat ihn halt in einen Mann verwandelt. Frage ist dann halt einfach nur, wieso? Wieso sollte... What? Also wieso sollte er sich von einer Frau in einen Mann verwandeln lassen, ist so die Frage. Ja. Bam, 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 bam. Ne? Dam, dam, dam. Ja genau, also wieso sollte sie sich überhaupt von einer Frau einen Mann operieren lassen? Muss es ja auch irgendwie einen Grund dafür geben. Dann haben wir noch die Sache, dass er ja Whitebeard mal angegriffen hat und es scheint ja irgendwie so zu sein, als hätte er irgendwie eine Fehde gegen Whitebeard und da ist halt auch die Frage, okay, warum? Was war da los? Was hat er gegen Whitebeard? Haben die irgendwie in der Vergangenheit mal miteinander gehabt? Vielleicht sogar, als Crocodile noch eine Frau war, wir wissen es ja nicht, was Whitebeard so alles getrieben hat. Dann würde mich auch interessieren, was macht Crocodile jetzt im Moment?
Oh Mann, nein. Ah, komm her, komm her, komm her, komm her. Und. Da. Ja, können sich die Dinger wieder reparieren? Ja, Mann. Also was denkt ihr denn? Was hat es mit Crocodile so auf sich? Was macht er im Moment? Wird er nochmal in der Story wirklich relevant? Wird er vielleicht möglicherweise sogar verbündet sein mit den Strohhutpiraten? Wir wissen ja nicht, so am Ende von One Piece, im allerletzten Kampf gegen die Marine bzw. die Weltregierung, kommt ein guter Sir Crocodile daher. Wäre auf jeden Fall interessant. Ich finde Sir Crocodile auch einen ziemlich geilen Charakter, muss ich einfach sagen. So, seine Art, so düster, so cool. So ein richtiger Badass. Und obwohl er eigentlich nur ein Kopfgeld von 81 Millionen Berry hatte, der hat nicht mal Schiss vor dem Whitebeard. Der greift ihn einfach an auf Marineford. Und seine Teufelsfrucht ist auch cool, die Sansanfrucht. Ich wette auch, dass er damals schon seine Teufelsfrucht erweckt hatte. SS, geil. Weil er hatte damals schon davon geredet gehabt, dass man ja seine Teufelsfrucht trainieren kann und noch bessere Fähigkeiten dann dazu bekommen kann. Und ich denke mal, dass er damals schon das Awakening damit gemeint hat. アラバスタの反乱は麦わらの一味とビビの活躍により終結した。束の間の休息と宴に興じるルフィたちだったが、海軍は彼らを捕らえるべく海上封鎖を敢行。ゴーイングメリー号を心配する一味のもとに船は無事だと連絡が入る。その相手は敵として戦ったミスター2ボンクレーだった。ダチだからよ。さらにミスター2はビビを待つという一味の友情に心を打たれ、部下と共に自らおとりとなって海軍の攻撃からルフィたちを逃がす。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも、踏み外せぬは人の道。散らばもろとも誠の空に Oh, come away! The Oh, come away! 一方、ビビは一味と共に後悔を続けるか、それとも国に残り王女として生きていくか、一つの選択を前にしていた。その選択に結論を出したビビは、クロコダイルの脅威が去ったアラバスタの国民に向け演説を始める。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。そしてビビ、
ちゃん、海軍もそこまで来てるぞ。お別れを言いに来たの。今、なんて。私、一緒には行けません。今まで本当にありがとう。冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから。だから、行けません。そっか。私は印なら罰がいい。なんで、海賊だろ。でもあれ本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいいな。ビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。なんでもいいから書けよ。問題はそこじゃねえんだ。これでよし。私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。いつまでも仲…バカ、返事しちゃダメ。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠付けたらビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。出航。Ach ja, Vivi. Was wäre wohl gewesen, wenn sie weiter in der Story dabei gewesen wäre? Naja, wir werden es nie erfahren, aber Vivi hat ja momentan in One Piece ihre eigene Geschichte und sind wir mal gespannt, was daraus noch folgen wird. Wow, auf den nächsten Arc freue ich mich ja extrem. Enies Lobby, das wird lustig. Den schauen wir uns dann möglicherweise direkt morgen an. Mal gucken, wie es aussieht, wie ich noch auch noch meine Videos für meinen YouTube-Kanal machen muss. Ach ja, ach ja. Nein, 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 halt. Halt. Robin. Dun, dun, dun. So. Ach ja. Oh, come away. Naja, aber auf jeden Fall, also das Spiel ist schon recht lustig. Man kann halt einfach die ganze Zeit draufkloppen. Man darf halt nicht zu viel von diesem Spiel erwarten. Gerade was halt die Story und das Gameplay und so angeht, aber für einen One Piece Fan, um ein bisschen drauf zu kloppen, ist es schon interessant. So, jetzt machen wir hier mal eine kleine... Genau, jetzt machen wir das doch einfach mal so. Hinzufügen. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Browser. Nee, halt, nicht das. Hinzufügen. Fensteraufnahme. Genau. Jetzt mal ein kleines bisschen Werbung in eigener Sache nochmal. Natürlich freut es mich, wenn ihr mir hier auf Twitch ein Follow zum Beispiel da lässt, damit ihr einfach keine weiteren Streams mehr von mir verpasst. Aber für viele, die es vielleicht noch nicht wissen, oder für die wenigen unter euch, die es vielleicht noch nicht wissen, ich habe auch einen YouTube-Kanal, nennt sich ebenfalls FaceFallTV.
Ja, ich bin sehr einfallsreich. Und hierbei geht es hauptsächlich um One Piece. Das heißt, ich habe hier Contents wie zum Beispiel One Piece News, One Piece Theorien, jede Woche die neuen Spoiler zu den Kapiteln. Jede Woche mache ich einen Review-Livestream, wo ich dann mich dann einfach mit euch unterhalte über das Kapitel, was herausgekommen ist. Das heißt, wenn ihr immer auf dem Laufenden sein wollt, was One Piece angeht, ist dieser Kanal für euch richtig. Und wenn ihr auf ein bisschen verrücktere Theorien oder Analysen steht, dann erst recht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir auch hier auf diesem Kanal ein Abo dalasst. Und das war's auf jeden Fall heute für diesen Livestream. Ich hoffe, es hat euch so sehr Spaß gemacht, wie es mir Spaß gemacht hat, und zum Glück hat diesmal die Technik zu 99% besser funktioniert als gestern, bis auf diese eine Kameraausfall, aber naja, shit happens. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Livestream wünsche ich euch wie immer